So, dann mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zombies. Ja, und ihr seht richtig, es ist tatsächlich eine Zombie-Map und wir spielen Dead Ops Arcade. Schön im Retro-Stil haben wir hier eine Draufsicht, das ist eine Vogelperspektive gegen die Untoten. Sind hier auf einem Inselchen gestrandet und ballern, was das Zeug hält. Da kommen wir nicht lang. Wir müssen eben, glaube ich, von unten eins abgeschlossenen Weg wählen. Okay. Kommt, Leute, wir sammeln erstmal die Boni an, dann gehen wir doch links durch den Totenschädel, oder? Ich glaube, das sieht am besten aus. Ich weiß allerdings nicht ganz, ob es zu Dead Ops eine Story gibt oder ob das einfach so ein kleines Gimmick ist für zwischendurch. Jetzt haben wir einen Raketenwerfer. Der haut natürlich gut rein. Und eine Nuke direkt. Hey, können wir auch darauf ein Abenteuer machen? Hätte ich das gleich gewusst. Halt, Goldbarren, ich komme. Runde 2 abgeschlossen. Wir gehen wir mal nach oben. Oha. Hier gibt es extra eigene Power-Ups, die es natürlich in anderen Maps nicht gibt, wie das zum Beispiel. Oder vorhin, dass der Vogel uns beschützt hat und auch eine Waffe hatte. Lol. Waffe geupgradet auch noch, jawohl. Au. Okay, das war unser erstes Leben, wir dürfen nur einmal getroffen werden scheinbar. Wo seid ihr, untoten Viecher? Runde 3 haben wir auch abgeschlossen. Aber wir können nur nach oben. Durchs tiefe Wasser. Oh, Schrotflinte. Oh, das ist eine Streuung. Oh, haut ganz schön rein das Ding. Aber jede Sache hat einmal ein Ende. Jetzt haben wir jetzt Granatwerfer. Nice. Hinfort mit euch. Zombie-Bestien. Ich weiß noch, wie gesagt, gar nicht, wie lange ich die heutige Folge machen werde. Da ist hier ja... Oh, ein Teleporter. Oh. Jetzt sind wir ja mal wo ganz anders. Monkey Toy. Jawohl. Wie gesagt... Da es hier ja keine richtige Story gibt, wahrscheinlich. Und Easter Eggs wüsste ich jetzt auch nicht. Werde ich einfach mal so weit spielen, wie ich komme. Denn ich will euch momentan ein bisschen mehr Zombie-Content liefern. Weil ich jetzt immer mehr heiß auf Black Ops 3 werde, was die Zombie-Karten angeht. Und ich bin da auch momentan auf dem aktuellsten DLC-Stand. Mit Setsubo Noshima und Co. Deswegen... Oh, weg mit dir. Ich will ihn nicht. Deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt die Black Ops 1 Maps schnell mal durchkriegen langsam. Und dann habe ich ja noch Black Ops 2 vor mir, was auch sehr geile Maps hat. Oh, Bonusraum. Jawohl, alles geplündert, was geht. Ich glaube, alle paar
Also immer wenn dieser Balken ist, kriegen wir ein extra Leben. Irgendwie so. Können wir uns eins kaufen. Das war es aber auch schon mit dem Bonusraum. Panzer. Ja, geil. Noch mal ein Panzer gespawnt. Vergesst es, kommt gegen den Panzer nicht an. Was haben wir hier unten Schönes? Oh, Speed. Tada, lala. Jetzt haben wir hier eine Gatling Gun. Jawohl. Oh, verdammt. Schnell wieder einsammeln, das Zeug. Oh, oh. Das war knapp. Da liegt noch jede Menge rum. Bam, 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 bam. Wo ist denn noch einer? Da. Oh, Flammenwerfer nehmen wir gerne mit. Und wir müssen nach links. Dann tun wir das doch. Wenn uns das Spiel schon dahin schickt. Oh, geil. Noch ein Geschütz. Und der Panzer wieder. I love it, muss ich schon sagen. Wir haben ganz schön Glück mit den Power-Ups. Ballern einfach mal durch alles durch, was so geht. Die Steuerung von dem Panzer ist zwar absolut scheiße. Weil man ja hier mit der Maus und Tastatur gleichzeitig lenkt. Dam, 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 dam. Teleporter von einem Bereich betreten, machen wir sehr gern. Oh. Gefängnisausbruch. Ja, Mensch. Rückt mir mal nicht so auf die Pelle. Bam. Chicken Power, jawoll. Es kann doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Naja, kaum gesagt. Es ist passiert. Aber mein Gott, dieses eine Leben, das. Immer oben lang. Gehen wir diesmal mal runter. Instant Nuke. Die können wir auch irgendwo einsetzen. Ich weiß aber nicht wie. Ah. Der G-Taste. Konnte ich glaube ich den Nuke runterholen. Ja. Oh, Raygun. Geil.
haben sie mich ausgeweidet. 110 abgeschlossen. Alles noch mitnehmen, die ganzen Goodies. Links rum. Ich würde sagen, so zwei, drei Runden werden wir vielleicht noch spielen. Weil im Prinzip wiederholt sich das Ganze immer und immer wieder. Ich glaube, irgendwann gibt es einen Endboss. Das war, glaube ich, dieser Gorilla. Aber sonst ist das Prinzip immer das gleiche, nur dass sich das Areal halt verändert. Oh, wieder gestorben. Verdammt. Ach, das war's sogar. Bin ich tot? Jawohl. Boah. 167.600. Erster Platz. Na gut, wir haben eh allein gespielt. Aber sollte ja auch nur eine Demonstration der Map sein. Nicht wahr? Da ist der Affe. Ich glaube, das wäre der Endboss gewesen. Das ist cool gemacht. Mein Schatz. Zombie-Gorilla. Bye, bye. Game over. Sie haben Runde 11 erreicht. Was wir jetzt auch erreicht haben, ist das Ende der heutigen Folge. Und ich werde direkt mal weiter aufnehmen. Als nächstes folgt die Zombie-Map Ascension, auf der es wieder normal zugeht. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Bye, bye.